Bin ich da ein bisschen viel informiert und stehe am Schlauch, sagt sie. Kennen Rainer, das, was für Assoziationen jetzt hier kommen hier. Rainer Schnitzel, ja, besser als wenn es schmutziger Schnitzel ist. Ich sag's euch, wie es ist hier. Lieber Rainer schmutzig, oder? So, jetzt mal schauen, ob es noch warm ist hier. Das müssen wir nochmal aufwärmen. Das andere ist noch nicht fertig vorgestellt, aber Timer bringt nichts, wenn es nicht fertig ist. Also okay, kann man machen. Ben Schumops, da musst du dich ein bisschen bewegen. Was denn mit dir? Da musst du dich ein bisschen bewegen, mein Freund. Das kann ja nicht sein. So, komm gleich, dann bringe ich das, den Rest und dann geht's los. Dann wird gefrühstückt und dann wird durchgestartet hier. So, beim 24-7-Stream, da kann ich immer nicht 100% bei euch sein. Da muss ich immer wieder zwischen noch ein paar Sachen noch machen. Auch mal Bad, Klo, Küche, umräumen, wegräumen. Aber immer nur so ein bisschen. Dadurch meine beschissenen Schmerzen bin ich begrenzt. 2-3 Minuten am Tag, nicht am Tag. 2-3 Minuten was machen, dann nachher wieder eine halbe Stunde hinsetzen. Oder länger, je nachdem. Immer wieder. 50, nach 50 kriegst du 99% wie eine XP, also 50 ist Ende. Musst du warten. Alle so jung hier, was denn? Also Wahnsinn hier. Voll der Jugendtreff hier. Imagine. So, Kiara, danke dir. Danke dir. Ich werde jetzt was Deftiges frühstücken, weil so oft essen wir nicht im Stream. Letztes Mal haben wir gegessen 12 Uhr mittags, jetzt frühstücke ich halt, dann vielleicht esse ich nochmal irgendwann im Laufe des Tages. So, machen wir das denn so einfach so ein bisschen hintun. Okay, ja, das passt dann schon. Kann ich hier abbeißen. Schade, dass ich die Luminous Battle nicht laufen lassen kann, weil ich noch nicht gequestet habe heute. Wannabe-Gangster. Ja, es gibt Leute, die sind noch mit 30, 40 Wannabe-Gangster, ne? Das endet nie. Patrick Schülein. Puh, weiß nicht. Na klar, gibt's ja 3 EU-Server und US, habe ich keine Ahnung, wie viel es gibt. 3 EU-Server, ich mache mal dieses Ding hier alles an. Also hier ist meine Ruhestätte, da wo ihr das hier seht. Da muss ich mich halt ab und zu hinlangen, je nach Schmerzen oder so, wie es mir geht, wie es mir nicht geht. Das ist Andromeda und Tari, die rote Fraktion. Da sind wir aktiv. It's done when it's done and it's done. Spinach, Spiegeleier und schönes frisches Baguette, wie man das nennt. Deftiges, saftiges Frühstück. So, mache ich gar nicht zeigen. Sieht man ja eh hier. Fertig. Dankeschön. Dankeschön. Ich kann gar nicht zeigen, einfach reingewurschtelt hier. Und hat hier das, keine Ahnung, wie ich es esse. So, zum Eintunken oder so zum Essen, das passt schon. Dankeschön. Bisschen Salz noch. Braucht alles noch ein bisschen. Ich bin ein Mensch, der braucht eigentlich eine Menge Salz zum Essen. Dann, Dankeschön. Dankeschön. Kobi. Und Rix auch, danke. Wollen wir hier Platz hier nehmen? Erstmal eine rote finden hier. Yummy. Deli, Mahlzeit. Mahlzeit. Da muss ich mal nachschauen. Vom Namen her habe ich das auch schon mal gehört, aber ich kann jetzt nichts irgendwie verbinden. Ganz wild, sage ich euch. So. Sollen wir denn irgendwas gucken hier? Schau mal. Wir können ja kurz was schauen beim Essen. Wir schauen uns ein bisschen was New World an hier. Ja, so Shooter bin ich ganz schlecht. Ich habe jahrelang keine Shooter gespielt, habe aber das erste Mal vor ein oder zwei Jahren mit COD mal ein bisschen was probiert. Und ich habe vielleicht sogar vor, dieses Jahr Battlefield zu testen. Ich habe die Beta gespielt, war interessant. Aber mein Skill ist halt unter aller Sau. Das letzte Mal, als ich Shooter gespielt habe, so richtig war es 2004. Ab dann, 2004, 2005, kam WoW und seitdem keine Shooter mehr. Lass uns mal kurz das über Illion hier anschauen. Ich habe hier gesehen, wenn ich hier mampfe, kann ich nebenbei ein bisschen mampfen entspannt. Da muss ich nicht irgendwie hier spielen. Essen jetzt gemacht, ein paar Sachen noch erledigt. Muss vielleicht noch nachher ein paar Anrufe tätigen. Heute, wenn ich schaffe, rasieren und duschen oder nur eins von beiden, je nachdem, wie es meinen Schmerzen geht. Irgendwo war doch hier auch noch dieses Alien-Dings, ne? Als erste COD, was ich gespielt habe, war das MW 2020, das ist das erste. Und ich hab über die ganzen Jahre nie wirklich was gespielt, nur WoW. Dann habe ich halt dieses Jahr oder vor ein paar Jahren gesagt, ich traue mich mal ein paar Sachen ran. Und habe dann auch COD probiert, dieses Jahr vielleicht auch Battlefield testen. Also einfach mal probieren und sich rantrauen. So halbe Midlife-Crisis hier, aber einfach mal machen. Hier war irgendwo ein Video über Alien, das war glaube ich schon gestern. Hier. Ach, das war gestern. 22 Tipps to do. So, ja, wir schauen jetzt eh nicht ganz. Wir schauen jetzt eh nur so ein bisschen, während ich hier was esse. Mal kurz was raussuchen. Ich weiß aber nicht genau, wo das von letztem Mal ist hier. Ja, diese Thumbnails, Alter. Ganz wild. Egal, komm, wir schauen. Wir fangen das hier an. Ja, ich habe mich noch nie an Battlefield herangetraut. Das ist bei den ganzen Franchise wie Battlefield, COD, FIFA oder was es auch immer da draußen gibt, nie gezockt. Immer nur WoW. Und jetzt traue ich mich ein bisschen an ein paar Games und zum Testen halt. Beste Game, Best Gearing Guide. Gucken wir mal, was müssen wir denn hallo, laut ihm machen am Mittwoch? Mal die Badcam ausmachen. Ich esse in der Zeit, lass mal den ein bisschen quatschen, den guten Herrn, und dann schauen wir mal. Dann zocken wir selber gleich. Uptime, wir haben gleich in 30 Minuten haben wir 30 Tage
Non-Stop-Stream. Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Wir sprechen heute über Elion und vor allem darüber, welche Aktivitäten es in diesem MMORPG allgemein so gibt. Ich habe oft gelesen, dass viele ein bisschen überfrachtet sind mit diesem riesen Menü und den ganzen Möglichkeiten in-game. Deswegen heute im Video möglichst kompakt möchte ich euch zeigen, was könnt ihr eigentlich alles in diesem MMORPG machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen los. Wir befinden uns hier an einem See und wenn wir bei einem Allgemeinwarenhändler eine Angel gekauft haben oder als Waffenschmied eine Angel gecraftet haben, als Waffenschmied können wir bessere Angeln craften als diese, die man beim Händler kaufen kann, dann könnt ihr an jedem, fast jedem See eigentlich, wo ihr steht, könnt ihr angeln. Es gibt auch bessere oder schlechtere Seen, das könnt ihr auf der Map angucken, wo Fischsymbole sind. Da braucht ihr manchmal auch eine gewisse Fischfangstufe. Wie ihr hier seht, bei mir ist 210 von 250. Ihr könnt das entweder so live machen, wenn ein Fisch an der Angel ist, drückt die Leertaste, dann müsst ihr das an einem gewissen Punkt stoppen, damit der Fisch erfolgreich gefangen wird. Falls ihr AFK gehen möchtet, fängt die Angel letztendlich. Das können wir bei den Seen sehen. Gott, ich möchte da und das dazu sagen, aber ich war gerade noch mal kurz Küche. Was bringt denn eine bessere Angel? Längere Haltbarkeit nur oder auch mehr Skill oder so? Also, keine Ahnung, Skill kriegst du ja eh. Bin dann jetzt ein bisschen zacke, eher Taktik-Shooter wie Squad, Post-Scrum, Scriptum Hell, Let Loose, Escape from Tarkus. Ihr werdet auch nicht schlecht. New World hat mich auf die Dauer nicht sehr gefesselt. Ja, wen fesselt den Scheiß auf die Dauer hier? Ja. Vielleicht bin ich gespannt, ob es da wieder rankommt. Wir schauen, ich habe keins gezockt, ich kann es nicht vergleichen. Ich habe Battlefield 2 ein bisschen gespielt, aber nur so einen eigenen, also da konnte man so Singleplayer spielen, so einen Server aufmachen, da konnte dann ein Freund joinen und dann konnte man rumfliegen. Helikopter und Flugzeug bin ich geflogen damals, bei Battlefield 2. Das war der letzte Kontakt, sonst nicht wirklich gespielt. Also wird das vielleicht das erste. Endlich alle und drei Skills auch aus. Denke ich automatisch einen Fisch. Diesen Fisch könnt ihr dann mit diesem Hammer hier zerlegen. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz einfach. Wir drücken jetzt Space, halten gedrückt bis hier oben und haben den Fisch gefangen. Voila, das war's schon. Wir drücken dann I, wir haben hier eine Materialtasche, die bekommt ihr im Verlauf der Story. Und dann könnt ihr mit dem Hammer das hier zerlegen. Und dann bekommt ihr dieses Material und das braucht ihr, falls ihr der Alchemie nachgehen möchtet. Also Kräutertränke brauen wollt, dann braucht ihr dieses Material dazu. Geangelt habe ich auch schon ein bisschen, aber nur für eine Quest. Ich habe jetzt noch gar keine Berufe wirklich gemacht. Ich werde dann erstmal, bin noch zu sehr im Grinden, im Level-Grinden. Wenn ich da mal ein bisschen Zeit und Lust drauf habe, kann man es auch machen. So, deswegen schöne Sache, angeln. Ist eine AFK-Aktivität, aber mit Sicherheit nicht das, was man hauptsächlich in einem MMORPG macht. Deswegen gehen wir weiter zur nächsten Aktivität. Wir befinden uns hier in der Stadt, unweit von dem See, wo wir gerade fischen waren. Und hier sind die Questschreiber, beziehungsweise ein Teil von den Questschreibern. Die geben unterschiedliche Quests. Die habe ich gerade aktiv und bekomme natürlich andere Belohnungen dafür. Je nachdem solltet ihr auch nach Quests schauen, wo ihr gerade die Belohnungen sehr gut gebrauchen könnt. Es gibt sehr viele Items, eventuell macht man dazu auch gerne noch ein Video. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, falls ihr zu den einzelnen Items und so noch was ja, gibt Mounts, haben ja. möchtet. Hier gibt es einen Questschreiber, der bezieht sich nur auf... Ich mache halt meistens die mit der Jagd, ich muss aber schauen, dass ich vielleicht noch andere Mats hole. Die mit der Jagd habe ich gemacht, um am Anfang die Skills freizuschalten. Mal schauen, was ich noch so brauche. Mal gucken. Ja, es gibt Reittiere. Alles Mögliche gibt es da. Moped, Pferd. Was war letztens da? So ein Papagei, was immer das war. So ein Schwebe, Hoverboard, so ein Ding. Er ist fährt ja gerade auf so ein Ding. Life-Skills, also auf Crafting. So ein Schwebe, Hover-Crafting. Das könnt ihr auch annehmen, falls ihr solche Sachen hier haben möchtet. Und hier drüben befindet sich dann noch eine andere Aktivität. Luftschiff einmal kurz gemacht, nicht geschafft, weil ich alleine war und deswegen, da mache ich den nicht mehr. Aktivität, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen gleich. Ihr kommt in der Storyquest auch dran vorbei, Luftschiff, ja, da fahrt ihr dann nach oben, dann könnt ihr ein Luftschiff beschwören mit einem Ticket, was ihr bekommt oder was ihr dort oben auch kaufen könnt. Und das ist Gruppencontent, das heißt, ihr braucht am besten eine Fünfergruppe, dann fliegt ihr in einem Luftschiff oben am Himmel und dort könnt ihr so riesige Fliegeviecher besiegen. Das sind so Bosse letztendlich und da bekommt ihr auch schöne Belohnungen. Ihr könnt dann natürlich das auch in Kombination hier mit diesen Quests machen. Ihr habt jeden Tag 20
Questbriefe frei, also könnt ihr 20 beziehungsweise 20 Questbriefe verbrauchen, um bestimmte Quests anzunehmen von manchen Questschreibern und halt eben nach den Belohnungen schauen, was ihr hier haben möchtet, ja. Aber wie gesagt, dieses Kaperschiff ist meistens sind Gruppenquests, also alleine dort reinzugehen würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Ja, habe ich keine Bei Chance. Bei eurem hier. Hauptstützpunkt, also wir sind ja jetzt hier auf der Ontari-Seite, gibt es hier dieses Gebäude. Das befindet sich hier, wo die ganzen meisten Symbole sind. Und hier gibt es ebenfalls eine ganze Menge Questschreiber. Ja? Ihr seht, hier steht immer drunter Bergfall zum Beispiel. Hier steht Rückenwindhügel. Hier steht Stützpunkt Sonnenmähen. Moin, Kochschinken. Da muss ich mal schauen, Dead Mutual, erstmal die Rüstung von den ganzen Quests kriegen. Und dann vielleicht kann man noch bessere craften. Mal schauen. Ich finde schon geil, dass man durch die Wachstumsquests so viel Gear bekommt. Wahnsinn. Hier steht Drachenmalmhang. Und hier steht die Ruinen von Kavallien. Wenn wir jetzt hier die Map aufmachen, dann seht ihr hier die einzelnen Zonen, wofür das gemeint ist. Das heißt, entsprechend in welche Zone ihr gehen möchtet, welches Level ihr gerade habt, nehmt ihr bei einem Questschreiber dann entsprechend die Mission an. Aber ihr könnt vor allem die meisten Quests von diesen Questschreibern nur dann annehmen, wenn ihr in diesen Gebieten bereits mit der Story quasi durch seid. Und das dauert nicht lange. Ihr müsstet nur aktiv sein, diese Hauptquests da, glaube ich, abschließen. Und dann habt ihr das Gebiet freigeschaltet. Ich glaube, Pionierquests heißen die, die ihr abschließen müsst. Dann schaltet ihr quasi die Questschreibermissionen für diese einzelnen Zonen frei. Guckt immer auch auf das Level, was ihr gerade habt. Entsprechend macht es mehr Sinn, vielleicht nach Bergfall zu gehen, wenn ihr schon Level 37, 38 habt, anstatt hier irgendwo rumzugurken. Das ist eine Aktivität, die ihr auch jeden Tag... Ich mache die Jagdquest, da muss man noch Mobs killen, 50, 100 oder 80 oder so. Und dann nehme ich meistens noch so einen Lorbeerkranz dazu. Damit ich ein bisschen Gold kriege und Merz und so. Ja? Tag machen könnt und euch natürlich auch die Belohnung immer so sagen könnt. Die variieren nämlich, also ihr kriegt manchmal unterschiedliche Steine, je nach Gebiet, wenn aber Steine sammelt, Spinat, dann Eier solltet ihr darauf achten und bei manchen Baguette. Bekommt ihr auch diese schönen Kisten, die sind natürlich auch wichtig für euren Progress. Wir sind jetzt hier wieder nach unten auf dem Marktplatz gefahren. Hier seht ihr die Arena der Raufbolde. Da zahlt ihr eine kleine Eintrittsgebühr und dann könnt ihr quasi auf einen Spielplatz für PvPler gehen. Da rennen einfach lauter Leute rum, die gerne ein bisschen PvP machen wollen. Da ist nichts mit Bewertung, da ist nichts mit Wettbewerb oder so, sondern ihr könnt einfach wahlweise aufeinander draufkloppen, könnt ein bisschen mit euren Skills rumprobieren, einfach austesten. Das ist letztendlich das, was, glaube ich, diese Arena verfolgt. Ich kann mich auch irren, aber ich war da mal drin und ich habe keinen anderen Modus gesehen. Man haut sich halt einfach ein bisschen, wenn man Lust drauf hat und probiert was aus. Ist auch mal nice to have. Das wenn nächste, man dann zumindest nicht nach jedem Mal, wenn man stirbt, Warenhändler. Wenn man dann zumindest nicht nach jedes Mal, wenn man stirbt, 10 Minuten wieder hinlaufen muss, passt das. Oder wenn man keine Punkte verliert, ist das ganz okay. Meine Drops sind da, geil, Mann. Könnt ihr, wenn ihr solche Schatzkarten bekommt, hier seht ihr, könnt ihr mit dem Schatzkartenteil, könnt ihr diese Schatzkarte kaufen. Wenn ihr 10 Stück von solchen Karten habt, ich habe gerade, glaube ich, leider keine. Stimmt, das habe ich am Anfang gemacht. Einmal die Schatzsuche, habe ich gar nicht mehr gemacht. Nur die ersten 2 Tage, dann nicht mehr. Nee, sieht nicht so aus. Dann könntet ihr die 10 solche grünen Karten hier, könntet ihr kombinieren zu einem epischen Grad Schatzkarte und dann eine lilane hier holen, also eine Karte mit epischem Grad. Ich persönlich würde euch empfehlen, diese epischen Teile zu kaufen. Ich habe gerade leider nur jetzt 9 gehabt, deswegen habe ich mir jetzt eine gekauft von dem Allgemeinwarenhändler. Aber ich habe bisher so gemerkt, bei mir war es so, es kostet 10.000 Gold, um aus 10 grünen Karten eine epische Karte zu machen und die dann hier zu holen, also diese hier. Ja. Und immer wenn ich die genommen habe, habe ich mindestens 80.000 Gold Gewinn gemacht mit dem Schatz, den ich gefunden habe. Das heißt, die 10.000 Gold Einsatz lohnen sich, wenn man 80.000 macht oder sogar 90.000 Gold Gewinn. Ja. Jetzt gucken wir mal, was hier mit der grünen Karte passiert, damit ihr einfach auch kurz nochmal wisst, wie das hier vonstatten geht mit einer Schatzsuche. Ihr klickt mit einem Rechtsklick auf diese Karte. Habe ich am Anfang gemacht und dann muss man dann über so ein paar Sender hingehen, die Axt machen. Die Axt nutzen, dann kannst du eine Kiste aufmachen. Aber 10 zu 1 habe ich noch nie gemacht. 80.000, nicht schlecht. Die ihr vom Allgemeinwarenhändler gekauft habt. So,
Dann seht ihr hier, das ist das, was angedeutet wird auf der Karte. Ihr habt jetzt hier 30 Minuten letztendlich Zeit, um das zu finden. Es ist nicht immer, es ist nicht schwer. Also eigentlich, wenn man es mal raus hat, dann weiß man es. Ihr seht es, das ist was abgebildet ist. Es muss hier irgendwo sein. Und das klicken wir jetzt hier mal an und machen Selbstreise hierher. So, wir nähern uns dem Schatz, dem Gebiet. Und ihr hört jetzt schon, hört ihr das? Das reicht wieder. Reste essen wir dann noch gegen Mittag oder Nachmittag. Und dann ist für heute auch wieder gut mit Essen. Dann morgen wieder. Ja. Und je heller und je schneller das wird, desto näher seid ihr dran. Dann habt ihr natürlich euer Schatz. Ich versuch's gleich wegzubringen, Sekunde. Ich kann Händler kaufen, beziehungsweise. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss mich ja selbst festhalten. Moment. Alter. Wir drücken Rechtsklick auf unser Schatzsucher-Ding und können die Schatzkiste hier jetzt öffnen. Zack. Ja? Wir haben jetzt so 6.000, so knapp 10.000 Gold gemacht mit dem Ding hier. Und dafür, dass die Karte nichts gekostet hat, also wir haben die jetzt so bekommen, wir bekommen die manchmal als Einlog-Belohnung, wir bekommen die als Belohnung, wenn wir in der Gilde sind und so weiter. Also ist das so um die 10.000 Gold ganz gute Sache. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, die epischen zu nehmen. Ja, dann machst du 10 kleine, also 100.000, doch geil. Moment. Was ihr sonst natürlich noch machen könnt oder immer machen solltet, nebenbei finde ich, ist in einer Gilde sein. Ihr könnt hier nämlich von Missionen profitieren, euch Belohnungen abholen, die Gilde als Gemeinsames erreicht. Hier gibt es zum Beispiel so eine Schatzkarte als Belohnung, die ihr dann kombinieren könnt. Ihr bekommt hier Anwesenheitsbelohnungen. Dann gibt es einen Gildenladen. Wenn euer Gildenleiter nett ist, dann wird er hier was forschen und das für euch freischalten. Hier zum Beispiel, ja, das ist so ein EP-Trank und hier diese Truhe zum Beispiel mit Schatzkarten teilen und die habe ich jetzt als Gildenleiter freigeschaltet und dann können alle, ich habe das jetzt so eingestellt für alle Mitglieder, zum Beispiel bei uns jetzt in der Gilde, jeder hat die Möglichkeit, Clan-Punkte auszugeben und täglich hier shoppen zu gehen, um sich einen EP-Trank abzuholen und Schatzkartenteile abzuholen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Hier gibt es wieder Schatzkartenteile. Die könnten wir jetzt kombinieren und für 10.000 Gold zu einem, ich reite ja wieder, gut, und die zu einer epischen zusammen fusionieren. Und hier ist ein Erfahrungspunktetrank, 30 Minuten, 50% mehr Erfahrungspunkte nimmt man auch gerne mit. Was in Elion zu eurem täglich Brot, sag ich mal, gehört, ist eure Ausrüstung zu verbessern. Wir haben in einem Video schon darüber gesprochen, deswegen werde ich jetzt nicht allzu tief darauf eingehen. Einerseits poliert ihr eure Runensteine auf, um natürlich eure maximalen Runen-Skillpunkte, Runen-Attributspunkte und Fertigkeitspunkte zu bekommen. Ja, da kümmert ihr euch drum mit der Aufpolitur. Und andererseits bei diesem Artisan der Verbesserung schaut ihr immer wieder vorbei, um euer Equipment quasi mit solchen Steinchen hier auf eine neue Stufe zu bringen. Aber das erfahrt ihr in einem anderen Video, was ihr unten in der Beschreibung mit Sicherheit auch finden könnt, beziehungsweise auf dem Kanal. Die nächste Aktivität, der wir eigentlich immer auch nebenbei nachgehen, ist das Sammelbuch. Wir finden immer wieder Gegenstände, die wir hier in unser Sammelbuch, in unser Archiv quasi einpflegen können, um uns dann zum Beispiel hier bestimmte Skill-Modifikatoren freischalten zu können, die unsere Skills nochmal krass verändern können. Also das ist sehr schön, motiviert natürlich auch, diese Sachen zu sammeln und sich hier so neue Skill-Arten freizuschalten. Und da gibt es auch andere Boni, quasi so Lebenspunkterhöhung, Vitalität, Präzision und so weiter, je nachdem, was ihr da für Sammlungen anlegt. Als nächstes, gut, ihr habt jetzt hier euren Lobergranz-Shop, den würde ich auch immer nutzen, mir diese Lobergrenze kaufen, die eure Drop-Chance erhöhen beim Farmen, dann diesen transzendenten Stein zu kaufen, denn der gewährt euch Eintritt in ein transzendent Verlies. Ja, das seht ihr zum Beispiel hier, das ist sowas wie ein Turm, ne, da wo immer die Stufe höher wird. Ihr kämpft immer durch so Stufen durch, die gehen 2 Minuten mit einem Timer und ihr müsst bis dahin alle Feinde besiegt haben. Dann könnt ihr so einen Hebel zum Beispiel ziehen, dann kommt die nächste Gegnerwelle, dann müsst ihr die wieder besiegen, nächste Gegnerwelle. Das sind immer andere Gegner, dann sind ja, haben andere wir passive gemacht, Effekte was er gesagt dabei hat. Zum Beispiel, weil ihr immer vereist, wenn ihr irgendwo rein... Danke dir, immer coole Infos. Schauen wir uns mal in Ruhe nochmal an, wenn wir entspannt im Bett liegen und dann bald schlafen wollen. Nur jetzt möchte ich selber zocken. Machen wir ein kleines Päuschen. Like ist da, Abo ist schon raus. Let's go. Cooler Typ erklärt uns viel über Elion. Das waren jetzt so die Grundkenntnisse. Da haben wir ja schon viel gemacht, was das angeht. Ja. So, Kingpin, danke dir. Danke dir. Ganz recht abgewürgt habe ich den jetzt. So. Denn jetzt wollen wir wieder selber durchstarten. Ich muss wegen meinem Twitch-Drop schauen.
Den habe ich bekommen hier. Habe ich bekommen und zwar mal abholen. Beim Schlaf ich ein Hashtag Moin. Ich stimme dir zu. Ich sag erstmal Moin. Was geht? Willkommen zurück hier, Sherpa. Ach, du schläfst bei dem Typ ein. Er hat eine sehr, sehr interessante Stimme. Ganz, ganz wild. Ist irgendwie was Besonderes. Kakao Play Account. Jetzt hat Kakao Games. Web Inventory. Immer noch Maintenance. Habt ihr auch noch Maintenance? Ich kann nicht das Play. Login. My Account. Inventory. Komm. Yes, it works. Streambox, yes. Das, yes. Das, yes. Das, yes. Das, yes. Beste. I like it. Let's go. Eigentlich bekomme alles hier. Rein da. Rein in die Items. Yippie. Rein in die Items, meine Lieben. Guck mal. Solange kein Item Taschenblatt verbraucht, bin ich zufrieden. Sonst gebe ich alles zurück. Oh. Okay. Da sind wir ja ganz vorsichtig. FBI, open up hier. Schulmädchen-Outfit. Also, Nordkart, ganz wilde Aussage bei dir. Ganz wilde Aussage bei dir. Ich weiß ja nicht, was mit dir ist. Beschwerde, wieso habe ich jetzt noch einen Papagei? Du Scheiße. Wieso habe ich jetzt noch so ein Ding? Ich habe doch schon so ein Teil. Ich habe schon den anderen eigentlich nicht wirklich nicht gewollt, aber okay. Jetzt habe ich halt den. Ist noch ein Taschenplatz. Ich gehe kaputt. Achso, es ist ja, ich bin ja gar nicht zu Hause, Mann. Ich bin gerade unterwegs, um ein bisschen Samen zu klauen. Oh, sorry, Darkface, ich verstehe das auch nicht bei dir. Wir haben schon versucht, das zu fixen, aber mehr als anschreiben, die Dinger kannst du, glaube ich, auch nicht. Bei Darkfaces funktioniert das irgendwie alles nicht so wirklich. So, was haben wir denn da? Bitte, Inventory-Platz. Please. Come on, you can do it now. Nicht diese Dinger. Ich will keine Verbesserungs... Ich will Inventar. Bitte. Inventar. Ja, okay. Speichererweiterung. Okay, gut. Gestern Speicher und heute Speicher. Das ist auch gut. Es geht. Okay. Wir haben ja dann trotzdem... So, ich bin ja nicht zu Hause. Wir haben ja dann trotzdem mehr Platz im Inventar, denn der Speicher wird erweitert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt hier schon Win-Win. Yes. Die ersten Tage immer nur Ding bekommen hier. Diese Steine zum Aufwerten. Das sind geil, aber ey, wenn man Platz braucht, ist das auch kacke. Heute weiß ich, wie es geht. Hä? Haben die das geändert? Lol, was ist hier? Dieses Plus ist nicht mehr da. Ja, der war echt lucky. Ich habe immer nur diese Steine hier bekommen. Let's go. Okay, jetzt muss man nicht scrollen, jetzt muss man klicken. Das ist wild. Scheiße, ich habe so viel. Wieso kann der das denn nicht hintun? Große Eiche. Gott, das ist kleine Eiche. Imagine. Achso, bei PlayKakaoGames.com oder so. Hier, da. Bei Kakao Games. Bei dem Hersteller. Also, ich bin jetzt da gerade Edge. I'm on the edge of glory. Genau. So, irgendwas hin tun, was wir... Ich muss gar nicht mehr so scrollen hier. Discorda, schreibst du mir. Oh, Northgard. Oh. Alter, what? Was? Das ist ja... Also, ich muss mal kurz ins Bad. So ein Ding ist das. Hossa, also ich meine, also kurz AFK. Wie hast du die Lippen so hinbekommen? Ist das echt dein Char? Ich habe das auch so probiert. Das ging bei mir nicht. Achso, nur die Items, das ist nicht der Char. Okay, ich dachte schon, das ist der Char. Ah ja, ganz wild hier, ganz wild mit dir. So, das ist ein Scheiß, der ist halt leider, es ist nicht gelungen hier, der Ding hier. Was soll ich jetzt in die Bank packen hier? Warte, ich muss einen der Tränke auf jeden Fall heute nutzen. 3 Tage, 2 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Tu mal den 2 Tage behalten. Das da rein. Den auf jeden Fall rein. Krass. So leer war mein Inventar noch nie. Imagine, so leer. Tu mal 100 hier rein. 100. Krasse Scheiße hier. Genau, wie hier Deli schreibt. Stimmt das soweit? Kann ich das nicht upgraden hier? Kann ich es nicht stacken, meine ich, diese Kiste? Nice. Cool. I'm happy. Na klar. Ich habe hier für die Gilde einen Alien-Discord. Falls jemand bei uns in der Gilde ist, kann er easy ins Discord rein. Da bist du mit uns abhängen. Manchmal bin ich da, manchmal nicht. Wir haben einen Gilden-Clan-Discord. Für die also in der Gilde und im Clan sind, noch so abhängen wollen. Und dann haben wir noch für Raid-Discord, wo wir Raids und mit Random-Stuff machen. Ja. Zwei Stück haben wir. Auf Andromeda. Auf Andromeda müssen sie sein. Dimensionssaat, beste. Ja, also bei mir gab es halt kein Plan B, ne? Erster Server, einziger Server, mehr gab es zu der Zeit nicht. Ich hoffe mal. Jetzt ist mir erstmal der Ansturm da. Lass uns mal das überstehen, dann passt das schon. Agent Outdoor, hab ich das bekommen? Wieso habt ihr so coole Outfits? Ich will auch Outfit bekommen. Help, Outfit. Jawohl, da war ich ja lange nicht mehr. Cool.
Das hat mir mal Spaß gemacht hier, dieses Sammeln. Das ist ja sogar ein anderes Ding. Also wenn ein Outfit einigermaßen schick ausschaut, ist es immer verlockend, wa? Wow! Was ist denn? Der geht im Kreis. Okay, dann passt. Ich dachte schon, das ist ein anderes als das erste. Endlich mal. Hey, wir hatten so lange. Wir hatten am Anfang jeden Tag das hier. Wir hatten fast jeden Tag das hier am Anfang. Jetzt haben wir es gar nicht mehr. Oh. Ha! Huch! Help! Das ist ein bisschen verwirrt als... Wow, 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 wow. Also aber das Outfit, welches ich wirklich haben möchte, gibt es halt leider nicht. Ha! Ja, dann warst du es halt. Dann kriegst du, glaube ich, keine Sonderkiste. Das wollen wir nicht unbedingt herausfinden. Aber cool, ein bisschen Gold hier. Yippie! Wow. Sehr geil. Genau das Richtige für mich. Auch noch Abschlussgold, Abschlusskiste. XP. Jawohl. Was läuft's hier? Was haben wir hier noch bekommen? Outfit, hey! Got the Agent Outfit 2. Yippie! Full Sword. Voll vergessen hier. Was ist denn hier? Dandy Hut mit Katzenohren. Hey, ich hab's. Warum habe ich das bekommen hier? Geil. Na klar. Scheißegal, sofort verwenden hier. Krass. Als ob ich mich dafür angemeldet hätte. Achso, schon länger halt am Anfang. Ja. Habe ich jetzt den Siegen? Ach, hier oben ist der, oder? 10% XP, beschleunigte AP, 3 Inventarerweiterung. 60. Hä? Was? What? Wait. No. No way. Inventarerweiterung 60, 214. Erhöhte Luminous-Energie plus 108 Stunden. Täglich selbstaufladende Luminous-Energie teilen. Wow. Sofort nach der What? Ich hab's durchgeschafft. Ich brauch keinen Aufwand zu spielen. I was here. Gleich wieder hinlegen, Chat. Gleich wieder hinlegen. Geil. Mein Pad, das habe ich. Eins für Vorbesteller-Dingster, Headstart. Das habe ich von Twitch bekommen. Und die anderen sind vom Vorbesteller-Bingsbums. Oder wie das heißt. Von dem einen Vorbesteller-Set. Von dem da. Ja, von einem Vorbesteller-Set. Hier ist die Mieze-Katze dabei. Da. Hallo? Eins von Twitch und die anderen so bekommen. Mal vorbestellen oder so. Oder, ja, genau. Wie nennt man es überhaupt hier, wenn es for free ist? Also wenn du einen Headstart hast. Was heißt denn hier erforderlich? Wie kann man ein Outfit ausrüsten? Oder ein Ding? Ich habe einen Gleiter nicht bekommen. Wie kann ich das machen? Also, ich habe jetzt irgendwas gelernt. Noch mal auch mehr Post. Cool. Was ist denn heute? Heute wird mir ja Zugschmiss mit Items. What the fuck? Kannst du nicht ausdenken hier. Ich habe jetzt dieses Ding da gelernt hier. Wie kann man das aufsetzen? Wie kann man Helm anzeigen? Nein, Helm weg hier. Stil ändern. Ja. Also, ich weiß ja nicht. Kapuze. Ach, man kann immer nur eins registrieren. Wenn ich jetzt nur... Ich mache mal kurz das hier weg. Ich mache jetzt mal hier nur Umhang, nur Outfit. Genau. Das hier. Hier. Hey, ist das das Item, was ich mir gedacht habe, was dann immer so schlecht ist? Krass. Vielen Dank für das A. Oh. Vielen Dank, wie lieb von dir. Kobe, danke dir. Einfach reingeprimed. Danke dir für den Support, für die geile Unterstützung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Lass dich drücken. Danke dir. Jetzt bist du auch ein Teil des Sabarino-Teams. Du kannst Emotes rausschallern. Du kannst irgendwelche Sounds machen hier im Stream. Geil, Mann. Dankeschön. Ehre. 50 ist das Max-Level, nach 50 bekommst du 99% weniger XP, dann lohnt sich das nicht mehr. Moin und Jammer, was geht? Es reicht doch eigentlich, wenn ich mit dem Char das anziehe, oder? Mehr brauche ich nicht. Also, was wird denn ausgeblendet hier? Das habe ich das Ding hier bekommen, oder was? Outfit, ich habe doch hier... Boah, das, also wenn ich das überlege zu holen hier, das ist halt ultra... Nur hab ich das genervt, der die Waffe dabei ist. Und ich habe anscheinend das bekommen. Es muss nur noch die Waffe verschwinden. Kannst du dir mehr oder weniger aussuchen. Du kannst PvE machen. Es gibt Solo-Dungeons, Solo-Verliese. Oder PvP machen, wie du möchtest. Und es kommen noch Raids, denn die Raids sind schon in Korea in der Version. Unsere noch nicht. PvE, PvP, wo du drauf du Bock hast. Ich sag mal, 60% gibt es im Spiel. Es gibt 50-50 fast. 60 PvP, 40 PvE oder je nachdem, was man machen möchte. Ich mache halt nur PvE. PvP möchte ich Arena 1 gegen 1 machen. Aber da bin ich noch zu schlecht, ich brauche noch Übung. Also, ich mache nur PvE aktuell. Da gibt es genug Inis. Hier kannst du alles alleine machen und in Gruppen. Alles Instanzen zum Alleine spielen. Da gibt es viele Portale hier, da kannst du auch alleine machen oder in Gruppen. Das PvE oder PvP, wie du möchtest. Also, da kannst du Dailies machen, dann kannst du angeln, dann kannst du Berufe machen, dann kannst du... Keine Ahnung, alles Mögliche. Ja, also, was du möchtest halt. PvP innen draußen und das oder PvE. Warte mal, wie kriege ich hin, dass die Waffe nicht mehr zu sehen ist? Warte mal. Was muss ich da registrieren hier? Das Rückenteil. Okay, danke. Geil. Umhang, ne?
Rückenteil. Kapuze brauche ich nicht unbedingt. Ach, jetzt sind die Waffen. Aber scheiße, die Kapuze ist ja da. Also der Umhang ist ja da. Ich will das ja nicht. Ich möchte hier schauen, was da ist. Ich will ohne Umhang und keine Waffe. Das ist aber doof. Ja, aber ich möchte den Umhang nicht und ich möchte die Waffe nur sehen. Weißt du, wie ich meine? Also ich möchte sie so sehen. So komplett, weißt du? Ohne Waffe, einfach nur so. Um Spaß am Spiel zu haben, weißt du? Zwinker. Es muss irgendein Outfit geben, wo du die Waffe ausblenden kannst. Verdammt, Northgard, was ist denn? Das ist frech. Gibt es denn nicht ein Outfit, wo du den Umhang dir anzeigen lassen kannst und dann ist kein Umhang? Weißt du? Ich meine, ein Hidden Umhang? Weißt du was, Simon? Ein Hidden Umhang hier. Hier ist ja auch wieder der. Das ist aber auch nicht ohne, oder? Das ist auch schon. Es gibt Flügel. Kann ich dann die Flügel plus das Outfit anziehen? Held der Lage, danke. Weißt du, was ich meine? Das ist ja Fivehead. Was ist denn hier der Rücken? Warte, ich muss mal kurz einfach die wichtigen Sachen im Spiel erstmal klären hier. Ich würde gerne das dann kombinieren mit dem da. Das Ding irgendwie hinkriegen ohne Ding. Uniform plus Flügel. Erstmal die wichtigen Sachen klären im Chat, was das Spiel angeht hier, wenn man ausguckt, wie man aussieht. Also bräuchte ich was genau? Ich bräuchte das hier. Gibt es auch kleinere Umhänge, so dezentere? So dezent? Ich glaube, das ist das dezenteste. Aber hier ist ja gar nichts, oder? Kopfschmuck? What? Was? Echt? Das, was wir gerade eben im Video gesehen haben? Stimmt, Einzelteil-Dinger, nicht nur Sets. Da hast du ja recht hier. Accessoires. Hier? Back. Okay, das ist ein... Ich meine, also, ich sag mal so, die Gitarre on point. Also, die Gitarre on point. Spielt okay. Ich weiß nicht. Die Uhr? Ich glaube, das ist alles zu heuchlerisch mit diesen süßen Dingern, ne? Ist das nicht ein bisschen zu heuchlerisch? So, diese süßen Flügelchen, also... Ich weiß, aber es ist, man sieht halt mehr. Also ich kann mir das holen und dann kann ich das einschalten für den Rücken. Aber das ist halt geil. Hast du ein ultra geiles Outfit und hast einfach diesen Teddy da hinten. Endlich mal mit den wichtigen und richtigen und wichtigen Sachen beschäftigen im Spiel. Also was ist denn besser als Alibi-Rücken? Was meint ihr denn? Das, oder? Obwohl ich fast die Gitarre feiern würde. Ist das so schick? Scheiße, gibt es nicht noch so... Ah, das ist... Also ich finde die Gitarre ist am stylischsten, aber das ist halt schon klein und süß. Ja. Giftbox. Rein da. Rein in die Box.